habe mich vor kurzem für einen neuen Monitor entschieden, einen sogenannten WQHD Plus Monitor, also eine nicht ganz 4K-Auflösung, sondern das Wide-Format davon. Natürlich muss ich auch gleich mal schauen, wie die Performance des Monitors selbst, dann die Performance von DCS und natürlich auch die Upload-Einstellungen für YouTube sind und wie hoch bzw. wie sehr sich die Upload-Größe verändert, wenn ich diese Auflösung weiterhin poste. Deshalb mal dieser kleine Test hier. Als Info vielleicht noch, ich habe einen normalen i7 8700, eine RTX 2080 Ti, 64 GB RAM, ganz normale 2600er. Ich spiele natürlich von der SSD, gibt gar nichts mehr anderes. Die Frameraten dürfte nicht ganz so wie vornehmen. Ich spiele aktuell mit V-Sync. Dieser Monitor ist zwar Nvidia G-Sync kompatibel, also ganz genau nicht kompatibel zertifiziert, sondern es funktioniert. Leider führt das aber bei dem Monitor bei einigen Spielen zu Flickern. Und das ist auch in manchen Situationen bei DCS so. Bei Far Cry 5 zum Beispiel nicht. Und da gibt es sogar HDR. Mir macht das nichts. Mir reichen die 60 Hz vollkommen aus. Der Nachteil von V-Sync ist halt, wenn man weit unter die 60 kommt, dass der Monitor dann zur nächsten niederen Stufe wechseln muss. Aber wie gesagt, für meine Augen ist das alles okay.